Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem M615. Heute in einer interessanten Variante eigentlich. Warum interessant? Ich weiß es nicht, was heute passiert. Praktisch gesehen haben wir natürlich einige Aufgaben hinzugekriegt, nämlich zwei Stück. Unter anderem haben wir Geschichte gekriegt, die heißt Im Schatten des Berges. Und andersrum haben wir Phönixabflug und den möchte ich gerne machen. Bevor wir den machen. Vielleicht hat der Professor noch was zu erzählen. Scheint nicht so. Okay, dann gehen wir in den Raum der Wünsche. Denn Deke befindet sich eigentlich in der Regel dort. Ich weiß gar nicht, ob er... Befindet er sich jemals woanders als im Raum der Wünsche? Ich glaube nicht. Oder? War er jemals woanders? Also zumindest im Spiel, wo wir jetzt das Spiel hier spielen. Ich glaube schon, doch. Wenn ich jetzt so gerade überlege, so von wegen, er war doch draußen, er hat doch uns das doch noch gezeigt. Er hat uns das doch mal gezeigt, was, wie, wo. Ja, dann war er schon mal draußen, okay. Ja, gut, Entschuldigung. Das ist manchmal, wenn man dann kurz auf dem Brett, auf Brett vorm Kopf hat. So, apropos Brett vorm Kopf. Dick hat aufregende Neuigkeiten. Sehr schön. Wir können mal gucken, was wir denn dementsprechend jetzt update-mäßig haben. Ob sich da irgendwas lohnt. Praktisch gesehen scheint es zu sein, dass das sich hier lohnt. Warum? Relativ einfach. Wir haben zwar hier kein Upgrade gekriegt, aber vielleicht können wir gleich ein Upgrade da in unserer Werkbank machen, wo wir dann das nochmal erhöhen könnten. Ja, ich habe auch gesehen, wir haben 25 von 60, von 40. Von 60, wollte ich sagen. Ist klar. Dasselbe gilt hierfür auch. Ja. Und wir haben diverse Griffe bekommen. Weiß gar nicht. Oh, guck mal an. Wir haben nur noch, es sind nur noch 4 Griffe im Spiel vorhanden, die wir noch nicht haben. Das klingt nach einer machbaren Aufgabe, würde ich sagen. So, apropos machbar. So, was können wir denn hier verbessern? Guck mal, wir haben Fell. Verbessern wir das. So, was haben wir noch hier? Hier haben wir leider die Feder nicht. Hier haben wir Fell. Feder. Noch mehr Feder. Und... Was fehlt hier? Nichts. Und hier oben haben wir schon maximiert. Alles klar. So, Topf. Trank gebraut. So, was brauchen wir denn? Was wollen wir denn noch brauen? Donnergebräu können wir theoretisch machen. Praktisch gesehen brauchen wir den nicht so. Welche haben wir denn zu wenig? Wir haben zweimal nur den. Dann machen wir mal ein drittes Mal. Einfach um ihn zu haben. So, Deke, erzähl mal was. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest. Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Nein, ich habe tatsächlich eben gerade nichts gemacht. Das Spiel hat plötzlich, warum auch immer, gerade ein bisschen was anderes gemacht, als es eigentlich, glaube ich, machen sollte. So, Trank gebraut. Noch einen nächsten Trank.
So, apropos Trank. Ich wollte tatsächlich auch noch Tierwesen abgeben. Und zwar, ich glaube, ihn hier haben wir noch nirgendwo. Und seine Federn brauchen wir ja noch. Heißt also, wir sollten ihn auch füttern, weil wie gesagt, seine Federn, das sehen wir, haben wir ja die ganze Zeit jetzt gesehen, dass wir ja seine Federn überall brauchen, aber eben seine Federn nicht haben. Das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen. So, und dann noch lieb haben und dann Federn einsammeln. Guck, so läuft das. So, fantastisch. Gut. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Alles klar. So, dann können wir noch das nächste Gebäude gleich nochmal mit abholen. Ups, das war ein bisschen hoch. Spring nicht einfach runter. Sehr schön. Ja, den brauchen wir auch nochmal. Aber während wir das machen, gucken wir mal auf die Karte gleich. Ich hab noch da hinten, hab noch dich vergessen. Sorry. Auf die Karte. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Weltkarte. Aber guck mal an, hier siehst du, wir waren hier nämlich schon mal in der Nähe. Das Ding ist einfach das, ich glaube, ich kann mich noch schwach erinnern, weil sind die einfach hier querfeldein und hab gedacht so von wegen, ach, ist völlig Wurst. Aber, haben wir hier irgendwo, ja guck mal, hier, da unten, hier haben wir einen Punkt, hier haben wir einen Punkt. Dann gehen wir von da aus, dann gehen wir von da aus und fliegen da querfeldein rüber und versuchen jetzt, den Phönix zu retten. Klingt nach einem Plan, klingt nach einem guten Plan. Ich hoffe, euch gefällt der Plan. Wir retten den Phönix. Werden ihn dann bei uns behalten, hoffen, dass er sich bei uns wohlfühlt und ja. Und alle sind glücklich. Der Phönix ist glücklich, dass er ein Zuhause hat, ein neues, wo er nicht in Gefahr ist. Wobei, praktisch gesehen hatte ich ja schon öfter gesagt, dass ja ein Weibchen, Männchen schon sinnvoll ist. Ist leider in diesen Videospielen halt so, dass es wichtig ist, weil, ne, dann können die Nachwuchs machen. Sonst ist es ein bisschen schwierig. So, Kollege, was machst du? Wir wissen es nicht. Ich gehe mal. Ich weiß zumindest, dass ich einen Händler nochmal aufsuchen sollte. Ist eine Merlin-Prüfung. Ah, komm, nein. Wir wollen den Phönix machen. Aber wenn wir einen Händler finden sollten, sollten wir den auch aufsuchen. Um den ganzen Kram sozusagen zu verkaufen. Wobei, hier ist eine Höhle. Komme ich hier mit Bombarder durch? Okay, komm mit Confringo durch. Gut, okay, dann gehe ich mal mit Confringo hier durch. Hallöchen. Das sollte ich untersuchen. Kiste. Neuer Auftrag verfügbar. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Ja. Sobald ich kann, ich kümmere mich um andere Sachen. Ich kümmere mich erstmal um andere Sachen. So, war das auch alles, was... Ups. Alles, was gebraucht ist? Ja. Wie gesagt, ein Händler wäre klasse. Kann ich die Sachen verkaufen? Frosch. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auf der Insel, hier unten auf der Seite, tatsächlich keine Händler gibt. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Moment mal, das bedeutet also... Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja. Das zum einen, aber zum anderen, da unten ist ein Händler. Händler! Ich möchte mal Hallo sagen. Ich muss nämlich ganz viel verkaufen.
Kollege Händler. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Interessant. Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh, wie traurig. Das tut mir wirklich leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um und kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Mr. Prakash. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Das weiß ich zu schätzen. Was verkaufen Sie hier? Gut. Weil wir wollten ja auch noch das Besen-Update haben. Er verkauft einfach mal einen Besen. Ja gut, nehmen wir Besen mit. Ein hervorragender Kauf. Er verkauft einfach mal so einen Besen. Passt schon. Warum nicht? Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Kann man mal machen. Oh. Das hier nicht. Warum? Habe ich den Hut jetzt tatsächlich erst vor kurzem gefunden? Oder habe ich den geupgradet? Nein, das auch nicht. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich gekriegt habe und die nicht angezogen habe, weil ich gedacht habe, dass ich das nicht brauche. Vielen Dank. Großer Fehler. So, Besen gekriegt. Etwas überraschend. Nein. Das war ein Hut. Naja, also komm. Das ist jetzt nicht wirklich viel besser. Das war ein Schal. Ja, auch der ist jetzt nicht wirklich besser. Egal. Gut. Prüfung Merlins. Ich habe schon gesehen, was das ist für eine Prüfung. Die können wir eben mal fix machen. Ich weiß, ich habe ja eben gesagt, so von wegen, wir machen hier keine Prüfung, wir gehen zum Phönix. Aber ihr kennt den immer. Das ist ja, das wäre ja was Neues, wenn ich mich an meinen Sachen halten würde. ja gut. So, da unten hin. Gut. Können wir. Weiß gar nicht, ob das geht. Ich versuch's einfach mal. Ich will sozusagen hier einmal das Drumherum versuchen zu meiden. Vielleicht war das nämlich so das Klassische, wenn man Golf spielt. Krieg ich den jetzt noch raus? Das sieht nicht so aus. Weißt du, wenn man Golf spielt und dann das Ding ins Wasser setzt? Ja, genau. Wenn das denn dann ins Wasser setzt, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber eigentlich kriegt man das auch dann mit mehreren Schlägen auch wieder aus dem Wasser raus. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich dann beim Golf. Aber man sieht, man kriegt das wieder raus. Ja, der immer ein Golf gespielt, privat, Minigolf höchstens, aber Videospielmäßig, ja. Videospielmäßig habe ich zum Beispiel sehr gerne, es gab mal Mario Golf. Gab es für den Game Boy damals und es gab das auch für den GameCube gab es das. Tatsächlich gespielt. Gerne gespielt. Mario Golf. Könnte man überlegen, mal irgendwann an so einem Spieleabend, wenn meine Kollegas, die man so kennt, mal bei mir wieder vorbeischauen. Könnte man mal Golf spielen. So eine Runde, schöne Golfrunde.
Doch, doch. Bestimmt lustig. So, apropos lustig. Okay, das war jetzt nicht lustig, aber... Und drin ist er. Das war gar nicht so. War ein bisschen viel zu viel Schläge, würde ich mal sagen. Es war ein bisschen zu viel Schläge. Aber dafür haben wir eine Merlin-Aufgabe geschafft. Ich glaube, wir brauchen gar keine eigentlich mehr, ne? Glaube ich, nur für die 100% noch. Ja, uns wird nichts angezeigt, also lediglich noch für die 900%. Aber die hatte ich ja vorzumachen. So. Ich hoffe, hier komme ich auch hoch. Jawohl. So, was haben wir denn noch hier Tolles? Hier haben wir noch so ein Ding. Okay. Es scheint ein Irrgarten zu sein. Hoffentlich werde ich nicht von den Pflanzen aufgefressen. Bombarder! Nein, nicht Bombarder. Entschuldigung. Okay, das geht nicht. Aber ich kann... Okay, ich kann hier durch. So. Aber hier? Auch das nicht. Nein, hier ist definitiv... Okay, falscher Weg. Dann hier lang. Ich weiß gar nicht, wie lang das geht. Wo ich wirklich massiv viel Zeit habe. Oder es tatsächlich so ist, dass ich hier ein Zeitlimit habe. Weil da ist der Anfang. Okay. Und hier waren wir. So, dann gehen wir mal weiter außen lang. Außen. Und dann hier außen. Hier lang. Und dann sind wir wieder am Start. Rebellion. Okay, da ist das Ziel. Man kann auch schummeln. So, so. Und hier geht's nicht lang. So, so. So, 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 so. Und Truhe gefunden. Gut. Ich glaube, sowas haben wir nämlich ja schon mal gefunden. Ich glaube, da habe ich das nicht gewusst. Was ist das denn? Die jugendliche Artemisia spielte eine entscheidende Rolle bei... Eurons Entwicklung zum Zauberer, aber auch bei seinem Niedergang in die Dunkelheit, denn beide schnürten gegenseitig ihre Verachtung für ihre Muggeleltern und so wie Euron sich veränderte, so taten es auch die Ergebnisse seiner Arbeit. Die Hecken, die er pflegte, wurden bösartig und unberechenbar. Die Hochzeit von Euron verlief kurios, denn solange Artemisia, Muggels Vater als Muggelfamilie waren eingeladen, es wird vermutet, dass die Familie die Hochzeit vermieden hätte, wenn es nicht Gerüchte über beträchtliche Mitgift gegeben hätte, bei der es sich nicht um einen Haufen Gold handelte, sondern um einen einzelnen goldenes Medaillon, das mit dem Gimio-Fluch belegt war. Von ihrer Gier angelockt, willigten die Muggel ein, die bei der Hochzeit beizuwohnen. Okay. Rebellion. Deutet es darauf hin, dass das, was da drin war, das ist? Ich denke nicht. Oder? Ich lasse mich einfach überraschen, was in der nächsten Zeit passiert. So, apropos nächste Zeit. Wir wollten eigentlich zum Phönix. Wir wollten zum Phönix. Ich kann jetzt nicht alle möglichen anderen Aufgaben machen.
Auch wenn das wieder sehr interessant klingt, aber nein. So. Da unten. Das könnte ein bisschen doof werden, wenn wir hier zu tief fallen. So. Pilze. Okay, hier ist jemand. Die bekämpfen sich alle gegenseitig. So, apropos bekämpfen sich gegenseitig. Da oben ist ein Feuer. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Und das ist eine ganze Höhle. Oh, es ist eine ganze Höhle. Machen wir nächstes Mal. Ja. Ich weiß, eigentlich hatten wir was anderes vor, aber hey. Die machen wir nächstes Mal. Also, seid nächstes Mal wieder mit dabei. Dann werden wir in die Höhle gehen und gucken, was da drinnen in dieser Höhle los ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.